Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Z Division. Wieder mit dabei ist der gute Latan. Grüße euch. Und wir sind immer noch im Startgebiet Brooklyn und wir müssen hier noch eine Mission abgeben in unserem Hauptquartier. Besser gesagt in unserem Safe House. Und das machen wir jetzt, würde ich sagen, Latan. So ist es, dann gehen wir mal los, damit wir mal hier bei The Division ordentlich zum Zug kommen. Denn wir sind quasi immer noch im Betreten eines Tutorial. Sicheren Bereichs. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Wir haben den Deckel drauf. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn Level verbracht 3 habe. Geworden. Gratulation. Ja, ich gehe mal kurz an die Waffenkiste und dann laden wir mal ein bisschen nach. Das hey, ist der das Typ, der hat nur Equipment und sowas, nichts Spektakuläres. Und jetzt habe ich Blue aus dem Auge verloren. Keine Ahnung, wo der hingerannt ist. Bin draußen. Okay. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Gut, dann wollen wir es mal ordentlich krachen lassen hier mit der nächsten Mission. So langsam müssten wir, glaube ich, auch aus dem Tutorial rauskommen. Genau. Und dann kommt die Szene, die vielleicht viele schon aus der Beta kennen, wo wir mit dem Hubschrauber dann zum eigentlichen Auffanglager springen. Du laggst im Übrigen. Bei mir ist es ganz normal. Okay. Bei mir laggst du. Naja, gut, ich laufe mal weiter. Schauen wir mal, was passiert. Wir hatten ja im ersten Part hatten wir schon einen kleinen Break. Ah, da kommt Blukom gelaufen, okay. Ich stehe vor dir. Nee. Bei mir läufst du jetzt gerade hier rum und drehst dich rum. Und jetzt läufst du über die Schwelle an den die Zäunen. Die Schwierigkeitsstufe können wir ändern. Oh ja. Fast nicht gesehen. Wir haben es im letzten Part gesagt, wir wollen alle Missionen soweit auf schwer spielen. Damit es einfach ein bisschen spannender wird, ein bisschen fordernder. Hab auf schwer gestellt. Du hast auf schwer gestellt, okay. Ja. Agent, wunderbar. Bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Übrigens, die meisten Leute müssen diese Szene hier schon kennen. Warnung. Gegner nähern sich. Kennt sie eigentlich aus den vielen Trailern und den vielen Vorführungen. Das erste, was man in Division gesehen hat, oh, war dieser Kampf hier. Ja. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Hey, aber mit Granaten. Oh wow. Ich werde mal hier aufs Dach hochgehen. So. Ein bisschen flankieren. Den Granatenmenschen kann ich versuchen zu erledigen, ja. Der jagt sich selbst in die Luft. Wunderbar. Also wenn man das Spiel... Hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Gut, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann muss man in der Tat auch ein bisschen taktischer vorgehen. Ansonsten ist es eher Tontaubenschießen. Ihr seht die auf schwer sind die auch alle gepanzert. Machen noch mehr Schaden. Ja. Und im Gegensatz zu Beta, die Beta haben uns ja ziemlich beschwert, dass alles total einfach ist. Auf weitere Gegner ja unterwegs. Haben sie doch einiges angezogen. Das war auch dringend notwendig. Ja. Oder? Hopp. Pass auf, hinter dir, Blumen. Okay. Schießen wir den mal ein bisschen. Oh oh.
Ich lieg am Boden, Blue. Ich komm zu dir. Ich belebe mich wieder. So, sehr schön. Oh, hier wieder ein Lag. Das ja. Ja, da leckt's ein bisschen. Ja, wir sind gerade Primetime unterwegs, aber gerade haben wir überhaupt keine Probleme gehabt. Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich denke mal, dass viele momentan das Tutorial spielen werden. Und viele werden natürlich jetzt reinschauen am Abend. Können wir mich mit dem Schild zeigen? Ah, wir haben ein Schild. Da, ich habe mir eine kleine Heilung reingedrückt. Gut. Der ist weg. Gucken wir mal. Oh, da oben ist noch einer. Alles klar. Dann gehen wir ab für dich. Ja, mach mal. Ich warte gerade, dass er den Kopf hochstreckt hier. Komm. Zeig deinen Kopf, mein Freund. Will er nicht? Ja. Hat aber jetzt nichts gebracht hier. Nee, hinter der Barriere. Ja, komm. Ja, der will nicht, dann komme ich halt hoch. Ja, guck jetzt so. Wunderbar. Da liegt aber ein bisschen Loot, den möchte ich mir schnappen. Denn, wie wir ja schon gesagt haben, sammelt alles ein, falls ihr es spielt, denn das könnt ihr zerlegen und aus dem Zerlegten könnt ihr wieder Equipment herstellen. So, dann hüpfen wir mal drüber, rennen zur nächsten Deckung. So macht man das. Jawohl. Teilweise ist die KI noch ein bisschen verwirrend. Warum der jetzt zum Beispiel aus seiner Decke rausgesprungen hat, ist mir ein Rätsel. Panik. Oder er war vielleicht irgendwie. Meine Angst. Größenwahnsinnig oder so. Das war erstklassige Arbeit. Kann hier hochgehen? Ja. So. Dann gehen wir weiter zur Markierung. Ich muss ganz kurz nachladen. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ja, hier ist eine Kiste da zum Nachladen. Kannst du dir Munition schnappen. Ich hab keine Muni mehr gehabt. An die Heilung musst du auch ein bisschen denken, ne? Hast ein Balken weniger. Ah, ich habe leider noch ein Heal-Kit. Warte, ich will gerade mal. Ja, ja, gleich. Machen wir gleich zusammen. Okay, ich leg's ein bisschen weiter zurück. Achtung. 3, 2, 1. Jawohl. Schöne Aktion. Schöne Aktion. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Das können sie tun. Schmeißen wir nochmal eine Granate. Pass auf, da kommt einer mit dem Baseballschläger. Ja, die Jungs mit Baseballschläger sind auch nicht ohne. Durchkommen, ja. Ja. Finde ich immer so lustig, wenn er die anschießt, werden sie Granaten werfen wollen. Ja, ja, genau, dann lassen sie die Granate fallen, ne? Ja. Da vorne liegt was, ich muss gerade mal hier ein bisschen durch den Dunst. Das ist verschwommene Sicht, weil das Tränengas ist. Oder es war eine Tränengasgranate. Da haben wir eine kleine Kiste. Mit einer Blendgranate. Das ist sehr schön. Hier eine Kiste und ich habe hier keine Kiste. Da ist eine Kiste, da. Direkt vor deinen Füßen. Vielleicht gibt es die Kisten nur nach Skill. Ich weiß noch. Oh. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Und da haben wir noch ein bisschen was. Wunderbar. Warnung. Feinde entdeckt. Dann Bluecom rennt vor. Der macht das jetzt allein und wir gucken zu. Ja.
Da sind die Typen. Warte mal kurz. Warte mal. So. Jetzt? Ja. Weg sind sie, die Jungs. Da steht eine Kiste. Ich geh schon mal die Tastatur bedienen. Wunderbar. Die Geisel gerettet. Das ist gut. Interessant, dass wir die über einen Computer befreit, wo hier nichts an Elektronikschlüsseln ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es super speziell. Ich weiß es nicht. Unsichtbare elektronische Schlösser. Lass uns mal hier, guck mal, das geht hier noch ein bisschen hier rüber. Ja genau, da war ich drin gewesen. Ne, aber hier scheint weiters nichts zu sein. Da ist irgendwo noch eine Kiste, warte mal. Da oben. Über uns? Die wird oben angezeigt. Das ist ein Pfeil nach oben zumindest. Okay, gut, dann laufen wir Blue Komma nach. Ja, ist hier. Hier drüben. Alles für mich. Alles für dich? Okay. Oh, Müsli, dann ist eh nichts für dich. So ein gesunder Müsli. Das war aber nicht das, was ich gesehen hatte. Hier ist noch ein Rucksack. Wunderbar. Ein Medipack. Sehr schön. Falls du ein Medipack brauchst, solltest du dahin kommen, wo ich war. Denn du hast immer noch eigenes Medipack. Ein Drittel weniger Leben. Eigenes. So. Gehen wir weiter hoch. Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt. Feinde in der Nähe. Ich sag's dir, das Last Man Battalion ist völlig okay. Erledigt das hier. Oh, mein Freund. Das ist feiner Kämpfer. Warnung! Weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Oh oh. Oh, Mist. Ich bin aber auch voll reingelaufen, echt. Ich lieg hier tot am Boden. Nix, also kannst du mal. Ich kann gar nichts. Du kannst höchstens versuchen, die auszuschalten, die Jungs. Ja, ich bin voll, nein, ich renn auch mitten rein. Ja, ich bin mitten reingerannt, ja. Ja, ich renn hinten dran. Na gut. Dann machen wir das gleich nochmal ein bisschen besonnener und nicht ganz so. Wie war das? Wer rennt voraus? Du normalerweise zu 99%. Ja, ich darf das auch. Ja, nee, du darfst es nicht. So, komm. Ja, dann lass ich es liegen und mach es allein. Feinde so, entdeckt. Jetzt. Dann sind wir mal etwas vorsichtiger. Warnung, weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Okay, weitere Feinde nähern sich. Na komm. Das ist unsere Chance. Oh, Vorsicht, Blut, da kommt ziemlich nah bei dir ran. Kommt noch mal. Oh, wieder leg. Ja. Ja, weniger schön. Ja. Aber damit habe ich irgendwo gerechnet. Oh, aber nicht. Komm raus und kämpfe!
Los, schnapp sie! Hau ab! Also, aber die Lakes waren ja zu erwarten. Also das ja, ich bin da jetzt auch noch nicht irgendwie ungehalten, weil. Oh. Weil. Das ist jetzt, wie gesagt, erst. Ein paar Stunden raus. Von daher. Darf man da, glaube ich, auch nicht übertreiben. Nee, ich glaube, das ist ja unfair. Ich brauche unbedingt Medipack oder irgendwas. Bonlock 1, oh, das lag noch für mich. Schießen Sie weiter so. Warte mal, ich guck gerade mal rum. Da, was haben wir da? Ist kein Medipad. Die sind nicht organisiert. Schlag zu. Dann muss es halt so gehen. Weil hier irgendwo, da ist noch eine Kiste. Ich habe hier eine Kiste gedrückt und nichts passiert. Ja, ja, weil es ein Lag ist, ne? Ja. Ja, nicht so schön, würde ich mal behaupten. Guter Schuss. Oh, du. Ja. Ja. Loot in der Kiste und nichts passiert, ne? Ja. Also, da war eben Loot gelegen. Da. Voll, voll, voll. Also, nix. Gescheits. Ein Medipack. Ne. Kein Medipack. Ja, Nathan. Dann müssen wir halt so weiter, ne? Da ist eine. Ah, sehr gut. Da wo keine Medipacks. Ist egal. Trotzdem gibt's Munition. Ne, Medipacks gibt's nicht. Keine Medipacks! Alarm! Feinde entdeckt! Na super. Und ich habe einen Lebensbalken. Das ist Premium. Gut. Mach mal langsam. Bereit, Leute. Sieh an, sieh an. Granat ist bereit. Okay, dann los. Wie schön sie geblendet hat. Oh, 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 oh. Okay. Wir sind nicht organisiert. Ah, ich renne natürlich voll rein ins Tränengas. Wow, wow, wow. Und wo kriege ich das auf den Schaden her? So, mal heilen kann ich nicht. Ich muss mal ein bisschen in Deckung bleiben, Blue, weil ich kein Leben mehr habe. Ja, ich gebe mein Bestes. Bleib da, bleib da, bleib da. Okay. Der ist down. Vorsicht, der kommt gleich rum. So. Gut. Nicht ein einziges Medipack. Nee, nicht ein einziges Medipack. Gar nix, gar nix. Das war ein guter Alarm. Kampf. Weitere Gegner unterwegs. Na super. Oh, ich hab gedacht, hier ist einer, ist wieder keiner. Du wirst da verblutet. Oh, eine Granate. So. Gut. Oh oh. Gut, ich probiere mal hier auf erhöhte Position zu kommen. Ach, wir haben ja noch einen Boss. Ja, das wird lustig. Ja. Okay, die Jungs brennen. Was geht durch? Oh, ich bin getroffen, wollte ich nur mal so sagen. Ja, super. Du auch? Da ist der Boss. Der Boss ist genau neben dir. Ja, komm mal rüber oder nach hinten oder was. Ich hab keine Angst. Oh mein Gott. Okay. Ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Also ganz ohne Medipacks ist es doch, muss doch sagen. Doch ja, ohne Medipacks ist natürlich. Aber ne? Ich find's gut. Ich find's gut so, dass es so ist. Wie gesagt, wir haben es ja auf normal durchgespielt, auch normal ist es wirklich einfach. Guck mal, der Soldat, der rennt hier nur rum, der macht gar nichts hier, ja. Der Stricher. Der tut, ja.
Guck mal, wie wir hier rumruppen. Vielleicht richten die sie ja knackern. Lass knacken. Aber ich find's lieber so, ihr seht uns ab und zu mal sterben. Ja. Als dass wir einfach. Ja, wenn wir hier rumrennen, wie Rambo und, ich meine. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es in die Kommentare, wie es findet. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Lieber hoher Anspruch und ab und zu mal gestorben. Oder lieber durchgerannt und alles platt gemacht. Ne? Weil jetzt müssen wir, bevor wir weitermachen, Lattern, müssen wir hier kurz eine Pause machen. Okay. Es ist schon wieder vorbei. Es tut uns leid. Und du läufst bei mir auf der Stelle. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie wir die Mission doch noch schaffen werden und uns besser anstellen werden, dann müsst ihr nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin sage ich mal ciao, ciao, der Blugraum. Und der Latan sagt auch ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.